Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn man bei Netflix das Intro überspringt, dann verschwendet man weniger Zeit beim Zeitverschwenden. Lieber Zuschauer, herzlichen Glückwunsch. Die nächsten 60 Sekunden wirst du aktiv dein Zwinkern mitbekommen. Am Telefon melde ich mich meistens mit DNA-Gulasch meiner Eltern. Hallo? Eben hat mir draußen ein Specht in Morsecode mitgeteilt, ich sei paranoid. Liebe Zuschauer, ich liebe euch doch alle. Die einen mehr, die meisten weniger. Sport ist Mord, oder wie ich sagen würde, Turnen füllt Urnen. Was haben E-Autos und Dünnschiss gemeinsam? Die Angst, es nicht rechtzeitig nach Hause zu schaffen. Kennt ihr diese Witze, bei denen alle dumm gucken und dann einfach Nein sagen? Ein Sommer-Make-up, ein Winter-Make-up und dazwischen sieht man wie ein Fleckmon aus. Ich will gar nicht wissen, wann die festgebundenen Zangen beim Bäcker zuletzt gereinigt wurden. Morgens bin ich immer unaufstehlich. Ich nehme nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Frauen sind wie Schneeflocken, einzigartig und schön. Außerdem kalt und gefährlich, wenn sie sich auf der Straße befinden. Die meisten Google-Suchanfragen der letzten 365 Tage. E-Scooter verschluckt, was tun? Alles was schmeckt, ist ungesund. Alles was gesund ist, schmeckt nicht. Hat sich die Natur aber fein ausgedacht. Geschenke einpacken ist für Männer das, was rückwärts einpacken für Frauen ist. Ich hasse Leute, die sich für intellektuell halten, wenn sie von Mozart sprechen, aber noch nie ein Gemälde von ihm gesehen haben. Ist Selbstmord nicht eigentlich Notwehr, weil man die Person tötet, die versucht, einen umzubringen? Woher soll ich wissen, dass ich dir etwas bedeute, wenn du mir noch nie besoffen Nachrichten geschickt hast? Weil ich eine faule Sau bin, ist meine To-Do-Liste von 2019 wiederverwendbar. Ich gehöre zu den Menschen, die alles essen können und trotzdem immer fetter werden. Ich habe seit neuestem Michael Wendler als Weckton. Nun wache ich automatisch immer 5 Minuten vorher auf, damit ich den Scheiß nicht hören muss. So ein dämlicher Kackfisch krabbelt vor 35 Millionen Jahren aus dem Wasser heraus und dank ihm haben wir jetzt RTL. Ein Baby ist das perfekte Beispiel für eine Minderheitsregierung. Wenn ich 300 Gramm Kuchen esse, wieso nehme ich da nicht 300 Gramm, sondern 2 Kilo zu? Es hat einen Grund, warum es so viele weibliche Archäologen gibt. Frauen wühlen einfach gerne in der Vergangenheit rum. Greta Thunberg und ich haben etwas gemeinsam. Wir sind ab und zu nicht zur Schule gegangen, weil uns etwas Grünes wichtiger war. Nur die Dunkelheit ist real. Das Licht scheint nur so. Mein türkischer Nachbar hat einfach alles. iPhone, iPad, iMac, Eiche. Gerade mein Auto aufgemotzt. Es heißt jetzt Greta Thunberg. Ich mache mein Bier extra leise auf und trotzdem rastet mein Fahrlehrer aus. Homosexualität kann Spuren von Nüssen enthalten. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.